Das kommt mir vor wie Weihnachten. Wir warten aufs Christkind. Das ist heute so ähnlich. Wir warten auf den Baulacher Faschingszug. Hoffentlich warten wir nicht vergebens, dass er vielleicht verunglückt ist. Vielleicht ist er in die Baunacht gefallen. Kann auch nicht sein. Ist zugefroren. Der Raimund, der wo drauf sitzt und fährt, das ist ein Komiteemitglied vom OKR. Und dahinter der Wagen des OKR. Unsere Stufenburg. Und die haben natürlich jede Menge Sachen zum Verteilen hier. Da, wir begrüßen den OKR, den Komiteewagen mit einem kräftigen Buna. Buna. Einmal frei. Carmen die Erste, Christoph der Erste regieren heuer im Baunacher Fasching. Dort haben wir langsam auf dem Marktplatz. Jawohl, Little Mountain Ranch aus Godeldorf. Godeldorf, da sind doch auf dem Bogen schon mehr, wie die überhaupt Einwohner haben. Godeldorf ist natürlich unser kleinster Ortsteil. Können wir den nach Godeldorf auch erklären können? Es war einmal und es ist der Godeldorfer Märchenwald. Ich danke euch, wenn der Marktplatz rum ist, könnt ihr eure Musik wieder anmachen. Wir grüßen den Godeldorfer Märchenwald mit einem kräftigen Puna. Godeldorf! Hello! Godeldorf! So, also weiter, Leute. Es wird kalt. So, und als nächstes haben wir. Ja, wer ist denn die nächste? Ist die Junge Union. Wir begrüßen die Junge Union hier auf dem Baunacher Marktplatz mit einem kräftigen Buna! 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 Ja, die machen das prima. Nur zu lange und hinter diesem großen Wagen kommen natürlich die Heubacher Garde, ja? Die schauen wieder frohen aus. Ja, was ist denn, Mädels? Hey, ja, mit einem kräftigen Buna-Hu begrüßen wir die Mädels aus Heubach. Buna! Heubach! Genau! Buna! Oh, Leute, es ist in der Baunacher Werbegemeinschaft, sind alle Baunacher Gewerbetreibenden zusammengeschlossen und die haben natürlich auch irgendwas zum Austeilen. Ist doch ganz klar, dass er heute nicht mit Fliesen schmeißt, sondern dass er heute bloß Bonbon ausschmeißt. Na, Herr Fortmeier, Herr Fortmeier. Die Freiwillige Feuerwehr aus Dorndorf mit ihren Knastis. Wir begrüßen die Knastis mit einem kräftigen Buna. Buna! Dorndorf! Also die Knastis, jetzt schauen wir mal mit euren Dorndorfer Faschingsruf. Doing, doing! Der Knastwächter hat gesagt, wenn wir nur noch stehen bleiben, wir bringen alles den Käfig vor voll. Auch noch so lauter Kriminelle, hat er gesagt. Also gut, die Pferdebande Frank, eine sehr schöne Nummer. Hier vierspännig ziehen die den Kahn aus dem Dreck. Jawohl, der Vereinsfahrer haben sie alle bei. Das ist in Ordnung, noch kennen wir euch gleich. Dankeschön für diese schöne Zugnummer. Als nächstes einer, der immer beim Fasching dabei ist, der immer mit dabei ist, der Baunacher Wanderclub. Wir grüßen die Akteure des Baunacher Wanderclubs mit einem kräftigen Buna! 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 So, jawohl, geht langsam vorbei. Die Rennweinsdorfer, die sind auch treue Gäste hier aus dem nahen Unterfranken im oberfränkischen Baunach. So, jetzt haben wir natürlich die Rennweinsdorfer. Ja, macht da mal den Gleise, sonst kommen ja zu euch nichts plaudern. Die Rennweinsdorfer haben auch einen großen Wagen dabei. Es steht drauf, die wilden 60er und die wilden 70er Jahre
Also es geht ganz in den, mit den Songs der wilden 60er und 70er Jahre. Herzlichen Dank, ihr Rennmeisterhofe, dass ihr hier nach Baunach gekommen seid. Wir bedanken uns. Also wir müssen noch mal getrinken. Prost auf die Baunacher Feuerwehr. Die EU-Fördertopf-Oberfranken-Stiftung Schuldenberg ist zu lesen. Also die Feuerwehr, die hilft uns da. Und nach der Baunacher Feuerwehr kommen die Spaßvögel aus Ebing. Wir grüßen die Schneewittchen. Wenn wir sie verkehrt. Mitglied! Oh, das ist Mitglied! Das wieder. Faschingszug, ne? Also wer am nächsten Sonntag nichts Besseres vorhat, der geht nach Zapfendorf zum Faschingszug. Die lustigen Holzfäller sind bestimmt auch dabei.